kommt hier an das Stromnetz mit ran. 12.000 ist mir zu teuer, das dürft ihr selber fertig bauen. Touristen sind auf der Insel eingetroffen. So, dann wird die Freiheit nämlich noch weiter hochgehen. Sie ist jetzt bei 66%, die wird noch weiter steigen. Die Religionsqualität geht hoch. Aufgrund der ganzen Möglichkeiten, die wir mit den Kirchen und Kathedralen bieten. Präsidentin, wussten Sie, dass... Ich reiße nicht alle Zeitungen ab. Ausbauen. Gut, soweit ist eigentlich alles ausgebaut, oder? Zumindest die ganzen Wohngebäude, die sind jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ja, gefällt mir. Die Wohnqualität geht damit weitaus höher, als ich es erwartet hätte. Können wir uns demnächst um Luxuswohnungen und so weiter kümmern? Probieren Sie das neue Presidente Müsli. Vollständig biologisch für Leute wie Sie, Sunny. Aus Substanzen, die nicht mal Tiere fressen würden. Mein Müsli kann gar nicht biologisch genug sein. Aber die Marke Presidente läuft gut, oder? Klar. Er ist so beliebt, dass sich unter seinem Namen einfach alles verkauft. Das stimmt, wir haben 63% Zufriedenheit. Das ist genial. Bevölkerung, wie sieht's aus? Überblick, Anzahl der Bürger, nein, Bevölkerung, Gesamtansehen. Bis auf die Religiösen haben wir wirklich überall eine grüne Wertung. Umweltschützer und Loyalisten lieben uns über alles. Und ich freue mich auch. Wir haben wieder 100.000. Das heißt, wir bauen jetzt das letzte Hotel. Und ich möchte erst das Hotel Hochhaus bauen. Die Baupläne für unser neues Erdgeschoss. Die fallen zurück, aber warum? Vielleicht, weil wir keine Leute mehr haben, die irgendwas bauen. So, was die Freiheit angeht, sieht sehr gut aus. Schön grün, alles schön grün. Gibt den einen oder anderen, der es nicht hat, aber das ist egal. 64% Zufriedenheit, das ist top. Wir könnten höchstens noch eine weitere Kirche hier oben bauen. Aber ansonsten sind wir gut dran. So, das Hotelhochhaus wird auch gerade gebaut. Klasse. Einfach nur klasse. Komm, bau die mal fertig. Auf dass auch die Religiösen zufrieden sind. Wir produzieren sehr viel Essen. Dementsprechend verkaufen wir natürlich auch richtig viel. Und wenn wir Kaffeeplantagen haben plus unsere wunderbare Konservenfabrik, dann haben wir alle Möglichkeiten der Welt. Apropos Konservenfabrik. Ich baue einfach noch eine. Dann haben wir eine für Kaffee, eine für Fisch und Ananas und so weiter. Das dürfte gut gehen. Präsidente. Dann bauen wir mal 10 Statuen. Ist ja eigentlich egal, wohin. Allein von uns, neben die Kirche, neben die Chemiefabrik, an den Hafen, nicht an die Müllkippe. Aber hier noch hin. Wir sind sowohl beim Kolonialmuseum als auch bei den Bauern auf dem Feld, bei den Windturbinen. Überall sind wir vertreten, weil man uns liebt. Auch am Hotelhochhaus, das nicht als Hotel anerkannt wird. Das heißt, wir können noch mehr Touristen anziehen. Wachs die Surfbretter. Ach, ein Tsunami.
4 Luxusunterkünfte hin. 2 Stück. Oh, und sind im Minus. Verdammt. Und wir importieren noch, wenn ich das richtig sehe. Und hier arbeitet im Moment keiner. Das ist schlecht. Wir haben schon längst alles exportiert. Es wird nichts importiert. Auslandsbeziehungen haben sich verschlechtert. Da kommt der Arbeiter, der mal eben noch ein bisschen Kohle macht. Oh, ein Glück. So können wir wenigstens wieder importieren. 53.000. 68.000. 70.000. Ja, sehr gut. Gut, dann können wir uns jetzt weiter um die Touristen kümmern, wa? Können wir den Yachthafen irgendwo hinbauen? Ja, können wir sogar. Haben wir die Möglichkeit, auch damit nochmal Touristen zu fangen. Bei La Rumba. So, Luxusleine haben wir auch. Ein paar Güter wurden importiert, einige exportiert. Luxusunterkünfte kommen. Ich habe schon wieder für neue Jobs gesorgt, aber nicht dafür, dass neue Leute einziehen können. Das ist so dumm von mir. Ein Apartment kommt jetzt hier unten an den Strand mit ran. Der Träger der. Kommt schon, kommt alle auf meine Insel. 8 neue Einwanderer. Sehr viel Kohle. Ach, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Wahl ohne Rede. 66% stehen auf meiner Seite, sind zufrieden. Auf meiner Seite stehen sogar noch mehr, wenn ich das richtig sehe. Gesamtansehen bis auf die Umweltschützer, die bei 85% sind, haben wir sogar die Religiösen jetzt auf 95% gebracht. Die allgemeine Zufriedenheit ist sehr hoch. Wir haben niemanden im Minusbereich. Und es gibt bis auf die Arbeitsbedingungen keiner unter 50%. Und selbst die können wir noch hochschrauben. Wenn wir das wollten. So, Regierung, Wachposten könnten wir auch einrichten, aber ich glaube, ich möchte erstmal eine Militärbasis erforschen. Prozent Gegner, 93% El Presidente. Tja, wenn die Leute zufrieden sind, dann geht's aufwärts. Dann haben auch wir richtig gute Karten. Wir haben jetzt sogar Luxuswohnungen, das heißt, die Wohnbedingungen gehen hoch. Das ist top. Ach ja, deswegen machen die den Yachthafen auch noch nicht fertig, weil hier sehr viele Luxuswohnungen gerade gebaut werden. Wir werden nicht für einen Atommeiler kämpfen. Wir werden keinen bauen. Wir werden nur noch Windturbinen bauen. Wir brauchen schon mal keine Arbeitsplätze. Da fliegt immer noch der Ballon. 18 Touristen sind auf der Insel eingetroffen. Das ist aber schön. Jetzt haben wir bald Luxustouristen. 3 neue Einwanderer für Tropico.
Das ist nicht viel. Hast du keine mitgebracht? Wohl nicht. Schon haben wir ein Luxushotel. Genosse Präsidente, zwei olympische Komiteemitglieder sind gerade auf Isla Tropicana gestorben. Bauen Sie zwei Kliniken. Ich habe drei. Sir, die Sicherheit der Olympischen Spiele hat Vorrang. Okay, 12 Polizeibeamte auch, kein Problem. Eine weitere Polizeiwache. Ja, wo gehen wir denn damit hin? Denn hier ist alles relativ sicher. Ich könnte höchstens noch ein Gefängnis bauen. So, dann bauen wir hier noch eine hin. Und ein Gefängnis. Ist auch schön abgeschottet von der Zivilisation. Mein lieber Präsident. Die Zuneigung reicht mehr als aus. Wir sind bei 66%. Wollen Sie die Ausschreibung für die Olympiade gewinnen, Präsident? Ja, ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen und die Isla Tropicana auf den 114. Platz gebracht. Wenn wir an den Top 3 Kandidaten, die alle von Keith Preston unterstützt werden, vorbeiziehen und die Nummer 1 werden, verliert er alle Investitionen und geht pleite. Erreichen Sie den ersten Platz für die Ausrichtung der Olympiade. Belohnung, Sie gewinnen das Szenario. Naja, wir sind doch schon gut dabei. Glückwunsch, Präsident. Sie haben die Wahl gewonnen. Wieder mal habe ich die Wahl gewonnen. Präsident, niemand weiß, wo dieser beschränkte Sportler Jorge steckt. Es sind schon Gerüchte im Umlauf. Er kann Ersatz produzieren, aber das wird etwas kosten. Bearbeitung aller Bilder, einen Typ so herrichten, dass die Beschreibung passt, Haare färben etc. Er wird kommen. Geben Sie ihm etwas Zeit. Isla Tropicana fällt 10 Plätze zurück. Natürlich brauche ich so einen Typen. Ja, dann fallen wir eben 10 Plätze zurück. Ist nicht schlimm. Ich habe Zeit. So, dann bauen wir auch gleich mal ein Sportstudio. Ein Sportkomplex. Braucht dafür noch mehr Strom. Das geht gar nicht so weit ran. Dann machen wir es dahin. Okay, weitere Unterkünfte. Mietshäuser brauche ich im Moment nicht mehr. Wichtig sind Luxusunterkünfte und Häuser. Luxusunterkünfte sind mir aber lieber. Ja, bauen wir hier mit hin. Ach, zu teuer. Ich achte immer nie auf den Preis. Wie dumm ich bin. Na gut, es wird ein bisschen was fertig gebaut. Das ist okay, dann kriegen wir wieder Geld. Auslandsbeziehungen haben sich wieder verschlechtert, ist nicht schlimm. Präsidente, Sie haben meine Warnungen nicht beherzigt. Leider ist es mir nicht möglich, Sie vor der ungünstigen Verschiebung der internationalen Märkte zu bewahren. Alle Exportpreise sinken um 20%. Oh nein, Penultimo, tu was! Wir haben hier nur 30.000, die bereit liegen. Und da nur 26.000, das ist zu wenig. Eine neue Touristenattraktion wurde fertiggestellt. Tropico hat jetzt einen Yachthafen. Eine Marina. Ich kannte mal ein Mädchen namens Marina. Ich war so verliebt, aber sie hat mir einen Korb gegeben. Dann machte ich Karriere in der Politik. Oh, Marina. Das nächste Lied ist dir gewidmet. So, 10.000 gebe ich gerne für Importe aus. 6 neue Einwanderer. Ganz viele Aufgaben höre ich gerade. Bing, bing. Unsere Stadt ist völlig verdreckt. Stimmt gar nicht. Die Umweltzufriedenheit soll jetzt schon auf 80 gebracht werden. Das kannst du vergessen. So, wir haben jetzt wenigstens ein bisschen Kohle, mit der wir arbeiten können.
und ich glaube langsam zu wenig Strom. Windturbine. Eine muss auf jeden Fall noch gebaut werden. Gut, jetzt sind wir bei 240. Das musste sein. 280, okay. Damit dürften wir die beiden hier unterhalten können. Wie viel braucht denn eins? Unterkunft, Luxusunterkunft. 6 Megawatt gerade mal, das geht eigentlich. Der Sportkomplex wird garantiert schlimmer. Tourismus, Luxusattraktionen. Nee, wo war das? Unterhaltung. Sportkomplex. Wir lieben Sport. 30.000, 20 Megawatt Strom. Okay. Präsidente! Keith Prestons Agent hat schon wieder ein Gebäude gesprengt. Keine echte Tropicana würde... Hat gerade ein Gebäude zerstört. Was? Welches? Ach, da unten. Den Yachthafen. No! Was ist er denn für ein Idiot? Ja gut, nee, dann geht's nicht anders. Dann muss er da durch. Wir bauen eine Bar. Werden wir ihm jetzt ordentlich die Hölle heiß machen. Und sobald wir wieder Geld haben, holen wir uns die Geheimpolizei.